Fiona und letzter Frost des Frühlings befinden sich in einem langgestreckten Saal einer Burg eines Schlosses, welches ursprünglich irgendwo im Umbraland stehen sollte und schon bessere Zeiten gesehen hat. Ihr seid in einen großen Speisesaal getreten, der komplett verlassen, allerdings noch beleuchtet war, denn das Kerzenrätsel habt ihr ohne Probleme gelöst und damit die geheime Tür im Kamin geöffnet. Ein Weiterkommen durch dieses zusammengeflickte Schloss, welches ähnlich wie die Insel keinen rechten Sinn ergeben mag. Und dann trat euch eine Gestalt entgegen mit einem blutroten Schwert in dunkler Kleidung, eine ebenholzfarbene Haut und silberne Haare, ein Drow, der sich gleichzeitig auch als Vampir geoutet hat, denn er hat euch zum Abendessen eingeladen, beziehungsweise bestimmt, dass ihr das Essen seid. Mit ihm schlurfen zwei blasse Leichname aus der neu geöffneten Tür und wir gehen direkt in die Initiative, denn auch wenn ihr gerne redet, dieser Blutsauger hat ganz klare Ziele und zwar eure Halsbeuge. Und damit starten wir für Fiona Falkenauge mit einer Initiative von plus 2 und letzter Frost hat glaube ich plus 4. Plus 5. Alter. Okay. Das heißt, der redet nicht gerne. Nein. Nein, nein. Duke Havok wird nicht geredet. Das heißt, ich kann jetzt noch scrollen, nachher nicht mehr. Aber Baumkuchen-Seekuh. Baumkuchen-Seekuh hat ja auch gefragt vorhin. Nimm bitte den W20 einmal in die Hand und gebe folgenden. Hier seht ihr es nochmal bei Dice. So würfelt ihr. Das heißt, einmal bitte Ausrufezeichen, Roll 1d20 plus 5 für letzter Frost des Winters. Und der Manu, vielen Dank. Dankeschön. Einmal Ausrufezeichen, Roll Leerzeichen 1d20 plus 5. Da haben wir's. Da haben wir's. Sehr schön, vielen Dank. Das ist die Initiative für letzter Frost. Dann können wir hier das auch nochmal schnell machen. Dann habe ich das schon mal getan. Ah, also 15 für die Tabaxi Ranger. Das ist nochmal ein guter Start. So, dasselbe plus 2 für Fiona. Ich gehe jetzt gerade mal die Liste runter. Simpi als zweites. Simpi einmal für Fiona. Und ich würfel einmal für den Herrn von Duke Havok. Ja, was kriegt ihr denn? Plus 3. Ja, einfach nur den mit 20, bitte. Dankeschön. Ich komme auf 18. Mit dem Vampir. Und 15. Okay, wir sind ziemlich. Okay. Ah, du hast recht, da war ein Leerzeichen. 20 für Frost. Dankeschön. Dankeschön. Noch besser, wa? Aber 15 für Fiona. Das ist auch gut. Und Le Zombie hat eine 8 gewürfelt und hat damit 7. Ja, minus auf. Na gut. Wunderbar, dann absteigend. Dann beginnt tatsächlich letzter Frost den ersten Zug. Nein, nein, alles gut, 15 ist doch super. Die Tabaxi ist mit einem, ich schau mal kurz rein, mit einem Bogen bewaffnet und ein Langbogen kriegt da plus 8 drauf.
Sie kann auch heilen, sie kann das Hunter's Mark auf einen Feind legen, um noch mehr Schaden zu machen. Und sie hat eine Sichel. Geht so. Was haben wir noch? Wir haben Detect Magic, Hunter's Mark, Charm Person. Hunter's Mark heißt, es gibt nochmal 1w6 extra Schaden auf die gemarkte Kreatur. Und das ist auch nur die Bonusaktion. Also das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Und die Dreadful Strike geht auch. Also 1w6 psychischen Schaden kann man auch nochmal extra raufhauen. Once per turn. No, das reicht ja. Genau. Und eine extra Attack. Sie kann zweimal schießen. Das mal so als als Übersicht für Letzter Frost. Ja. So. Das heißt, Boss oder Zombies könnt ihr euch beraten, aber entscheiden wird das Amadou. Wenn du noch da bist, Amadou. Ich gehe jetzt gerade mal diese obere Liste Join runter, ja. Dann ist jeder auch mal dran. Aber Amadou ist nicht mehr da, glaube ich. Amadou, falls du noch da bist, sag kurz Piep. Ansonsten übergebe ich tatsächlich an meine Moderatorin Gaia. Du bist letzter Frost. Was willst du tun? Valeubik, das ist ein anderes System, aber das kann man sicher auch mal machen. Hast gerade Black Tails gespielt, ne? Black Tails, so. Okay, Amadou ist nicht mehr da. Gaia, hau rein. Du bist letzter Frost. Hunter's Mark auf den oberen Zombie. Der wird gemarkt, das kostet dich nichts. Und habe ich hier ein schönes Mark. Machen wir das Auge hier. So, auf den obersten Zombie Hunter's Mark und Druff mit dem Bogen. Erster Schuss sozusagen. Danke, Wadu. Ich gieße mir mal was nach. Erster Schuss. 1w20 plus 8. So ein Zombie mit Minus auf Geschick hat nicht so viel. Ja. Die 18 trifft. Ziemlich klar und deutlich. Ups, das ist viel unangenehm. Wir merken uns jetzt auch mal für den Rest des Kampfes, dass ich nicht mehr machen kann. Das ist 1d8 plus 5 dann. Genau. Also 1d8 plus 5. Und du darfst natürlich entscheiden. Dann noch 1w6 für Hunter's Mark drauf. Also 1d8 plus 5. Nee, roll. Nochmal. Und dann nochmal 1d6. Ja, plus 8 ist schon krass. Wunderbar. Da haben wir eine 1. 6 Schaden und dann nochmal 1d6 dazu. 2 Schaden, sind wir bei 8 Schaden. Komm ich schon mal rein. Und möchtest du deinen extra W4 Schaden in dieser Runde auf diesen Schuss legen? Du kannst sogar gleich nochmal schießen, du hast einen extra Attack. Also du willst dich bewegen auf jeden Fall, hieß es, so weit wie möglich vom Boss weg. Das heißt, 30 Fuß. Dann bewegt sie sich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 weg. Ich gehe mal ein bisschen raus. Muss noch weiter raus. Ein Ausschnitt ist zu klein. So, jetzt. So sieht es besser aus, ne? Nochmal einen Schaden für den Psychic Damage. Wunderbar. Gut, 9 Schaden. Und du hast noch einen zweiten Schuss. Eine Extra Attack. Weil letzter Frost auch schon Stufe 5 ist. Das heißt, wenn du die Attack Action machst, kannst du nochmal angreifen. Wenn du das möchtest. Alles klar. Dann Pfeil auflegen und zweiter Schuss. Hau rein.
10, du wirst überrascht sein, aber 10 trifft auch. Ach so, 18 sogar, ja, stimmt, natürlich. Ah, sogar 19. ja, wunderbar. 19 trifft erst recht. Hallo, Feuertanz. 19 trifft erst recht, ja. Und das sind diesmal 13 Schaden. Und Hunter's Mark noch dazu. Okay, das sind 18 Schaden. Das ist ein bisschen besser. Jetzt muss ich kurz gucken. Ja, das ist natürlich der hier. Ich tausche den mal kurz aus. Warte, mache ich das anders? Also, ich tausche den mal kurz aus, weil der hier kippt um. Und, also ich lösche ihn erstmal nicht. Das heißt, der erste ist weg. Und du kannst deinen Hunter's Mark umlegen. Ist das ein. Ist das eine Bonusaktion? Hunter's Mark umlegen. Übrigens noch einen Zauber übrig dann. Oh, ja, Bonusaktion. Du kannst deinen Hunter's Mark nicht umlegen. Das heißt tatsächlich gut in einer Runde getötet. Schade, Hunter's Mark ist weg. Der Vampir, die. Nee, nächste, ja, nächste Runde. Das Ding ist halt tot. Also, es ist jetzt verschwunden. Das heißt. Ja, wir gucken gerade nochmal. Wording. If the target drops no hit points before the spell ends. Ah ja, before the spell ends. Okay, sehr Concentration. Eine Stunde. Ja, okay. Dann, nee, 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 nicht neu casten. Du hast recht. Ich hab Unrecht. Du hast recht. Dann lassen wir es hier erstmal drauf. Genau. Du hast einen Concentration-Zauber. Alles klar. So, der Vampir kommt an. Und, ja. Sieht, wie einer seiner zwei Kollegen niedergeknüppelt wird. Und streift mit gebleckten Fängen. 30 Fuß. Erstmal auf Fiona zu. Und das mit dem Con-Save mache ich, wenn die Zombies dran sind, ob sie wieder aufstehen. Aber danke dir. Und greift einmal mit seinem Schwert an und einmal versucht er zu beißen, würde ich sagen. Ja, das macht er. Das heißt, zunächst einmal der Schwertangriff. Das ist eine 12, eine 13. Das trifft nicht bei einer 16. Ich war kurz weg, bin ich wieder da? Simpi, alles gut? Ich hoffe doch. Dann versucht er. Ja, dann versucht er mal zu beißen. Mache ich einen Reroll? Ich überlege gerade. Nein, ich versuche zu beißen. Ach, ich will aber auch eine Scheiße zusammen. Jetzt setze ich einen Reroll ein, direkt. Denn das reicht auch nicht. Das ist eine Beiß, ist eine plus 6. Das sind 5. Ah doch, warte mal, 15 haben wir, oder? Ne, 16 haben wir. Ah, sind nicht. Okay, also ich setze einen Reroll ein. Ich mache ihn gleich weg. Okay, der Vampir kann nichts und sollte jetzt gleich aufgeben. Ich hau mir einen Reroll weg, wie sich das gehört. Und ja, der Vampir fuchtelt ins Leere und trifft nicht, beziehungsweise Fiona wehrt das problemlos ab. Und damit ist sie auch dran. Ja, ich bleib stehen. Der beißt immer auf das Schwert. Fiona ist dran. Das heißt, gleich kann ich nicht mehr hochscrollen, aber ich versuch's noch.
Join. Haben wir, wo ist denn die Joiner-Liste? Die ist schon wieder weg. Ja, die ist weg. Okay, ich sehe gerade, ich sehe, Wadu hat irgendwann Join geschrieben. So. Wadu, möchtest du gerne bestimmen, was Fiona tut? Wir schauen auch nochmal, weil es lange her ist. Fiona hat auch natürlich zwei Attacken als Fighter Stufe 5. Hat sogar eine Action Surge, kann also diese Runde, weil wir es noch nicht benutzt haben, also die, überhaupt kann zweimal eine Action ausführen. Das heißt, vier Attacken, hat einen Improved Critical ab 19, kann sich selbst heilen einmal, hat mit ihrem magischen Schwert plus 7 und mit ihrem kurzen Schwert plus 6. Hat sowieso also eine Zuschlag- und eine Offhand-Attacke als Bonus-Attacke sozusagen. Das ist Fiona. Die Kühe funzt nicht, aber wer Join reinschreibt, kann, den versuche ich zu sehen. Manueller Join, genau, genau. Und nein, Simpi. So, Wado, bist du noch da? Anscheinend nicht, denn... Denn Wado ist... Still. Ich guck. Sorry, das dauert heute alles ein bisschen länger ohne. Doch, Wado ist noch da. Wado? Was machst du? Okay. Du schlägst zu, nehme ich an. Alles klar, hau einfach direkt drauf. Sehr schön. Eine 12 trifft nicht. Eine 12 trifft nicht. Das heißt, das war das magische Schwert. Möchtest du mit der Bonusattacke, Bonusattacke einen zweiten Angriff machen? Ah, ach, das hat er geschrieben. Sorry, Wado. Hi, Alirion, grüß dich. Ja. Dann hau einmal drauf. Einmal plus 6 ist die, das normale Schwert. Okay, das ist 10 in dem Fall, ne? Das normal ist nur plus 6, weil das ist ein plus 1 Schwert, was wir da gefunden haben. Das heißt, die 10 trifft auch nicht. Ihr habt Inspiration, ihr habt Segen für solche Sachen, aber momentan fechten Vampir und Fiona tsching, 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 tatsächlich. Das ist seine zweite Attacke. Ah, Entschuldigung, deshalb 7, alles klar, gut, gut, gut. Okay, und jetzt wahrscheinlich Bonusattacke. Alles klar, hau rein. Dann jetzt plus 6. Also momentan hauen die Schwerter aufeinander ein. Es sieht episch aus, nur im Würfel sieht es ziemlich... Naja. Und auch 14 reicht nicht aus, um zu treffen. Die beiden geben sich gerade nichts, aber nope, 14 reicht nicht aus. Das reicht leider nicht. Segen könnte helfen in dem Fall, das ist richtig, natürlich. Segen könnte helfen. Der Modifikator wäre auch interessant. Inspi ist einmal komplett neu würfeln, Segen ist ein W4 dazu. Die geben sich nichts, nein. Das ist momentan ein tatsächlich abwechselndes Schlagen und Stechen und gleichzeitig auch Parieren. Nee, noch nicht. Alles klar, dann ist es dann Simpi, würde ich auch sagen, wenn Wado auch sagt, nö, lassen wir. Dann ist es ein Tink, Tink, ja, kein Segen. Dann ist es ein Abtasten der fantastischen Fechtskills, führt leider zu nichts. Ein Zombo. Der eine Zombo macht tatsächlich einen Konstitutionsrettungswurf und versucht hochzukommen. Das reicht nicht. Das heißt, der ist tatsächlich Geschichte. Ich lasse ihn trotzdem liegen, damit wir sehen. Aha, da ist der Dings drauf. Der andere Zombie schalurft. Eins, zwei, drei, vier. 5 hinter Fiona und versucht mit einem
ziemlich müden Schlag einer schartigen Küchenutensil Richtung der Elfe zu hauen. Mit Vorteil, weil umzingelt. Aber das hilft ihm überhaupt nichts. Dieser müde Schlag geht daneben. Letzter Frost ist wieder dran. So, ich scroll ein bisschen hoch. Ah, Amadou ist wieder da. Hey Amadou, ich habe dich eben nicht gesehen. Wenn du möchtest, weil ich dich vorhin nicht gesehen habe. Amadou, darfst du gerne sagen, was letzter Frost tun soll. Die Rangerin kann jetzt zum einen ihre Hunter's Mark mit einer Bonusaktion auf einen anderen Feind legen. Und dann zwei Schüsse abfeuern, wenn sie das möchte. Sie ist noch weit genug weg. Ja, Fiona ist super im Ausweichen mittlerweile, was die alles schon bekämpft hat. Gar kein Problem. Also, Amadou. Und hallo KDS. Hallöchen. Herzlich willkommen beim Chat Venture. Amadou, Hunter's Mark umlegen. Und auf wen möchtest du schießen? Auf den Vampir hier oben oder auf den Zombie hier unten? Beide in Reichweite, ohne Probleme. Und das ist nur eine Bonusaktion, dann kannst du immer noch angreifen. Auf dem Vampir. Wir legen Hunter's Mark auf den Vampir, wurde ja auch vorgeschlagen im Chat. Ja, also wenn ihr nichts weiter lässt, lasst euch vom Chat helfen. Dann kann ich den hier jetzt auch löschen. Und dann hau doch zwei Schüsse auf den Vampir drauf. Das bedeutet als erstes Ausrufezeichen, Roll, Freizeichen, 1D20 plus 8. Ich mach's nochmal für euch, dass ihr einfach den Dice-Befehl hier seht. Da steht ein Ausrufezeichen Roll 1d20, in dem Fall plus 8. Und das einmal erstmal um zu treffen. Und dann gibt kein. Achso, Join. Ja, Alirion. Hab's gesehen. Das Leerzeichen bei plus. Ja, bei plus das Leerzeichen weg, aber. Ist da eins? Da ist auch keins geschrieben, oder? Das ist einfach nur, sieht so blöd aus, ja. Waläubig, der Zombie, ja, vielleicht besser als ich. Da ist es. Oh, und eine. Okay, da ist das Leerzeichen, aber das ist völlig egal, denn. Das war ein Critical Hit. Der erste Crit. Net 20. Amadou. Erster Wurf hier im Chat und direkt eine Net 20. Ha. Das lohnt sich in diesem Fall. Oh, ja, oh, indeed. Aber hallo, oh. Es lohnt sich insofern, als dass du jetzt. Zunächst mal, wir machen es einzeln, ja, wir machen es ordentlich. 2d8 plus 5 rolls. Wir können das gerne auch aufteilen, damit das nicht alles. Aber den Hauptschaden darfst du gerne rollen. Das heißt. Aber du möchtest, machst du mir bitte mal 2d8 plus 5 und kein Leerzeichen zwischen dem d8 und plus. Ah, ich bin bei Fiona, sorry. Ist aber trotzdem dasselbe, oder? Ja, ist dasselbe. 2d8 plus 5. Ja, ich hab's gesehen, aber ändert sich nichts. Dann, machen wir Nagodrim, machst mal bitte 2W6 für Hunter's Mark. So, das sind schon 19 Schaden. Danke, Amadou. Und Amadou, dann darfst du noch den Psychic Damage als Face Stalker auch noch reinmachen. Machst du nochmal 2W4. Also einfach nur Roll 2D4. Und da ist das Hunter's Mark, sind 10. Das sind schon mal 29. Alter Vater, so ein Crit, oder? So ein Crit ist was Feines. 29. Und jetzt nochmal 2d4 von Amadou. Und dann haben wir insgesamt
mit einem Schuss, Leute, 35 Schaden gemacht, die er gerade gefressen hat. Der Pfeil sitzt. Ja, letzter Fall. Also ein Ranger ist, kann was Feines sein, wa? Aber gut, ne? 35 Schaden ist natürlich auch eine Ansage. Und dann zieht letzter Frost den zweiten Pfeil der zweiten Attacke. Und das darf jetzt gerne mal. Ich habe eben wieder einen Join gesehen. Tut mir leid, wenn ich euch heute übersehe, eure Joins. Aber eben gerade habe ich doch eins gesehen. Von Alirion. Alirion, hast du dich. Nee, doch, Alirion. Alirion. Alirion, schieß mal zu. Ich kann mir das sonst nicht merken. Alirion, selbes Spiel. Pfeil ziehen, anlegen und ein W20 plus 8. Bernd, okay, Fenrir, ja. Flying Angel, okay. Ich versuch dran zu denken. Hallo, Dr. Präfekt. Alirion, bist du noch da? Ja, ist noch da, ich sehe es, ich sehe es. Ich sehe halt nicht, ob ihr dann kurz gerade weg seid, um was anderes zu tun. Ah, weißt du, was ich mal anderes tun kann? Ich kann mal hier Fight-Musik machen. So. So nehme ich. Okay, Alirion ist nicht mehr da, beziehungsweise gerade nicht zugegen. Dann machen wir doch bitte Fenrir. Ja, ich nicht ziehen. Wir, wenn er wiederkommt, hat ja eben bei Amadur auch geklappt. Fenrir, 1W20 plus 8. Wir nehmen uns heute Zeit. Ist okay. Keine Hetze. Fenrir, jetzt nicht hier die Katze raushauen, einfach 1W20 plus 8. Wir nehmen uns heute Zeit, sag ich gerade. Das ist doch. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn heute mit letzter Frost los? Da ist er wieder. Nee, doch. Ja, ja. Du kennst das Spiel. 2W8 plus 5. Und dann nochmal 2W6, weil da ist ein Handelsmarkt drauf. 2W8 plus. Ey, Frost. Fiona, sorry, aber Frost wird unser neuer Main. Die hat was gegen Untote. Ja, und zwar Pfeile. Nee, als Boss nicht. Es ist ein Vampire Spawn. Ein bisschen gehomebrewed. Ihr sollt ja, also es ist der erste Raum von dem Schloss. Aber dass er so frisst, und zwar jetzt nochmal, sind das 23 Schaden? Ich sehe 23 Schaden. Seht ihr auch 23 Schaden? In einer Runde. Müssen wir uns nochmal auf der Zunge vorstellen hier. 58 Schaden gefressen. Also, hat man selten erlebt. Das kennt man so, wenn man Schurke, wenn Schurke hochrangig, ja, mal schon. Heitetei. Fenrir, möchtest du dich noch irgendwo hinbewegen? Ich gehe mal ein bisschen so, dass ihr es seht. Kann man machen. Muss man nicht, aber kann man machen. Ja, ja, Killicat aus dem Stealth, natürlich. Oder, wie gesagt, mit erstmal einen Crit und dann halt mit Schurkenbonus, klar. Ja. Nee, ich stell nichts hoch. Nein, 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 nein. Nein, nein, wenn ihr durch seid, seid ihr durch. Das ist fest. Das ist fest. Hey, sonst würd ich ja jetzt gerade die zwei Treffer entwerten. Zwei Fälle nach rechts. Zack, zack. Letzter Frost legt an. Erster sieht, wie Fiona den Vampir tatsächlich im Zweikampf bindet. Und dann fliegt der erste Pfeil durch den Hals des Vampirs, der sich umdreht. Und den zweiten Pfeil ebenfalls an derselben Stelle. Jetzt zwei gekreuzte, ja, Kreuz ist nicht so cool, ne? Pfeile im Hals stecken hat. Und er röchelt und Frost anschaut, die ding, ding, zwei Schritte zurück.
huscht. Und dann zieht der Vampir 1, 2, 3, 4, 5, 6 auf Frost zu. Fiona, Gelegenheitsangriff, ja oder nein? Und ich frage in dem Fall nicht nur Fiona, sondern ich frage Mullemaus. Mullemaus, möchtest du einen Gelegenheitsangriff von Fiona ausführen? Mit dem Plus-Minus-Ding, das dauert mir zu lang, Lagner. Ich hau da einfach nur drauf und fertig. Dann würfel doch bitte mal 1 W20 plus 7 für das magische Schwert von Fiona. Das ist die Gelegenheit. Ja, sowas. Genau, einen kleinen Backstep. Ne, er löst sich aus dem tatsächlich Fechtkampf und zieht dann im Naruto-Style auf Letzter Frost zu. Da muss man ihm doch mal noch eine mitgeben, würde ich auch sagen. Das Gute ist, das Viech ist noch nicht so weit, als dass es irgendwie legendäre Aktionen oder sowas hat. 1 W20 plus 7 bitte, Mulle. Und möglichst hoch. Allerdings, ihr habt auch Inspiration oder Segen, also alles noch drin. Da ist es. Auch über 20. Ja, du triffst. Du triffst. Sehr schön. Was haben wir gesagt? 1 W8 plus 5 ist es, ne? Das magische Schwert. Entschuldigung, 1 W6 plus 4. Ich war vorhin gar nicht auf Dings. 1 W6 plus 4 Schaden. Das Magic Sword. 24 lang. Gerade so, knapp. Alles Gute, Leon. 7 Schaden nochmal nachgetreten. Sind mittlerweile 65, die er einfach so mitgenommen hat. Denkt sich auch, mich am Arsch, was soll denn der Scheiß? Und greift jetzt Letzter Frost an, mit eher den letzten Kräften in dem Fall. Und zwar schlägt er zweimal mit seinem Schwert zu, der beißt schon gar nicht mehr. Der will jetzt einfach nur treffen. Der will es einfach nur treffen. Also 2 plus 7 ist das. Das ist einmal eine 18. Das würde treffen. Also die 18 würde treffen. Und der Crit würde auch treffen. 18 Fluch, alles klar. Sehr schön. Entschuldigung, ich sag hier einfach nur so. Also da unten seht ihr. Ich beiß nicht, er hat zweimal zugeschlagen. Fluch, Fluch, Fluch habe ich gelesen. Dreimal Fluch. Das heißt 1 W4. Adirion, sehe ich, alles klar. Warte mal, wir hatten das. Tornado hat als erstes Fluch geschrien. Fluch 1 W4 von der 18 runter. Das heißt, du musst eine 2 oder höher. Nee, du musst. Eine 16 trifft ja auch noch. Du musst eine 3 würfeln. Aber Fluch ist super. Ja. Fluch ist weg. Ich mache inzwischen den Fluch wieder an. Aber dazu. Tornado, einmal ein D4. 3 oder höher. Was ist denn ein S4? Wow, sehr schön. Da direkt die 4 reingehauen. Sehr gut. Kanalpunkte entschuldigt. Ich muss ganz kurz den Fluch wieder anmachen. So, da ist der Fluch wieder an. Na, also das ist doch mal. Das ist doch. Ja, das heißt, der erste hätte. Ihr habt zu viele Punkte. Wir müssen mal ein bisschen was ändern. D liegt neben S. Ja, aber ich wollte doch trotzdem ein D und kein S-Tor. Ich verstehe das trotzdem nicht. Tatsächlich, der erste Hieb dieses Schwertes hätte bereits Frost eigentlich getroffen, aber durch irgendein Schicksal oder einen gekauften Fluch kann sich die Tabaxi wegdrehen. Der zweite Schwerthieb schneidet ihr allerdings am Unterleib entlang und hoch über die Seite schmerzhaft
und kritisch auf. Und die Punktinflation ist schon sehr beeindruckend. Ja. Da muss man auf jeden Fall auch was überlegen. Das geht so nicht weiter. Aber für heute machen wir es auf jeden Fall erstmal so, ne? Das sind, was haben wir denn? Plus 5. Okay. Das heißt, 2W8 plus 5 Schaden ist das. Es ist eine Erhöhung besser als die, alles klar. Danke, Oddlife. Das ist wichtig und gut. Jetzt muss ich erstmal kurz rechnen. Sind 16 Schaden für letzter Frost. Toll, das ist mein Crit. 16. Sind wir bei 17 noch, ne? Ja. Ja. Und die Baxi sackt auch zusammen. Das tat schon weh. Aber das war's dann auch schon für den Vampir, der tatsächlich ja mit den zwei Pfeilen eher wild und ungezielt herumschwingt. Und Fiona ist dran. Und Alirion, wenn du jetzt da bist, was würdest du denn gerne mit Fiona tun? Nur Arke auf halbem Leben. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Angriff. 1, 2, 3, 4, 5. Du kriegst eine Gelegenheitsattacke von Super Zombo. Das ist eine 20. Super Zombo crittet. Super Zombo hat gekrittet. Ja, was soll man da denn machen, ne? Sagt er. Warte mal, warte mal. Der Zombie reißt tatsächlich, Fiona will los. Ziehen. Der Zombie reißt mit den Klauen einmal über die Schulter hinweg. Heute ist Nat 20. Ich habe zwei, ihr habt zwei. Dreimal Fluch. Ihr gönnt mir nichts. Ihr gönnt mir nichts. Dann darf wer als erstes geflucht? Tamea. Tamea, du darfst fluchen. Das heißt 1W4. Danke. Damit Just for Fun habe ich immerhin eine 21 gewürfelt. Just for Fun gönnt. Dankeschön. Vielen Dank. Mit dem Zombie-Angriff sind wir dann. Jetzt habe ich mir natürlich die 20 gerechnet. Moment, jetzt muss ich erst mal gucken. Zombie-Angriff plus 3, ne? 21 plus 3. 24. Ich bin auf 24. Das heißt, es ist immerhin kein Crit. Denn damit habt ihr es auf 18, den Roll auf 18 runtergehauen. Und damit treffen wir nur. Normal. Normaler Treffer vom Zombie. 1W6 ohne irgendwas dazu. Ein Schaden. Es wären zwei gewesen. Na gut. Okay. Ein Schaden. Genau, kein Crit. Kein Crit. Einen Konstitutionsrettungswurf brauche ich allerdings noch, nachdem sie vom Zombie erwischt wurde. Und zwar von. Wer? Alirion. Ah ja, Alirion ist ja gerade Fiona. Alirion, bitte. Ein Schaden für einen Crit, ja. Ja, Nagodrim. Es tut mir hier. Deshalb just for fun. Vielen Dank. Ich merke mir das. Das ist immerhin ein Stück weit in meine Richtung. Dankeschön. Aber ich merke schon, ich bin hier der Antagonist. Los jetzt! Achso, ein W20. Warte mal, Konstitutionsrettungswurf. Ein W20 plus 6, weil Fiona ist bufft. Genau, und wenn ihr es nicht wisst, einfach ein W20, dann rechnen wir es danach auf. Aber ein W20 plus 6. Oh yeah. Oh yeah. Zombie-Seuche. Fiona hatte schon einen kompletten Mumienatem in sich, ja? Nix mehr. Nix mehr. Ja, 17 ist verdammt gut, ja? Die schüttelt das ab, ja? Ist nicht mehr ein Kratzer. Ja? Das ist verheilt, wenn sie kurz einatmet, und zwar ohne Second Wind. So, Alirion, du darfst zuschlagen. Kennst das Spiel? Zwei Attacken auf jeden Fall. Dann vielleicht noch eine Bonusattacke. Und wenn er immer noch steht, hast du noch Action Surge. Also, einmal plus 7. Erste Attacke. Okay. Oder plus 6. Aber wir machen die plus 7 nämlich dazu.
das magische Schwert ist plus 1, das heißt 24 trifft. Mach erstmal da den Schaden, denn es ist 1w6 plus 5. Genau, Resistenzen gegen Untoten, solche. 1w6 plus 5. Erstmal den Schaden. Na, das ist Step by Step. Vielleicht reicht es nämlich dann. So, 7 Schaden. Das reicht, glaube ich, noch nicht. Er steht noch. Ach, du hast übrigens Vorteil. Ihr umzingelt ja auch. Okay. Vielleicht wäre es ein Crit gewesen. Wirbel mal. Okay, es wäre jetzt kein Crit gewesen. Dankeschön. So, das war jetzt dein Vorteil. Jetzt nochmal. Mach einfach mal 2W20, Alirion. Sein zweiter Angriff. Wir rechnen die plus 7 extra drauf. Die plus 7, ja, die plus 7 extra drauf. Zweiter Angriff mit der magischen Waffe. Direkt 2W20. Dann sehen wir, ob war irgendwie. Ja, wunderbar. Das ist kein Treffer diesmal. Das ist. Also, ich meine, wir haben 5, aber damit kommen wir nicht drüber. Und dann kannst du noch mit der Bonus-Attacke reinhauen. Das ist auch nochmal. Auch mal 2W20 wegen Vorteil. Oder 2D20 HK1. KH1, okay, interessant. Wenn du das sagst, Fenrir. So, was ist das denn jetzt? 1W20 plus 7. Also, es ist immerhin ein Crit, wie ich das sehe. Genau, plus 6, plus 1. Naja, was würfelst du denn da? Also, erstmal nur plus 6, weil es keine magische Waffe ist. Aber es ist trotzdem ein. Ja, du darfst gerne mal beweisen, Fenrir. Es ist trotzdem der dritte Crit in eurer Runde. Mit Vorteil da oben. Also es ist insgesamt 26, aber es ist eine der dritte Crit. Also irgendwie hat der Audiobotlin lange nicht mehr gewürfelt und jetzt will er alles rauslassen. Das heißt, das sind 2w6. Ah ja, guck. 13d16. Aha. Interessant. Das sind insgesamt 2w6 Schaden, die du nochmal machst, weil Offhand gibt ja keinen Bonus, ne? Ja, 2W6 Schaden. Die Crits tun dem Bot gut. Ich glaube, das könnte es jetzt auch gewesen sein. Alirion, 10. Das ist exakt 82. Ich gucke nochmal ganz kurz, aber ich glaube, ich habe mir 82 aufgeschrieben. Vampire Spawn, ja. Auf den Punkt. Auf den Punkt. Zielt Fiona erstmal mit dem magischen Schwert einmal in den Rücken. Er dreht sich um und mit dem unmagischen, ganz einfachen Kurzschwert trennt sie unterhalb der zwei steckenden Pfeile den Schädel des Vampirs ab und beendet somit die Initiative. Tja, was soll ich sagen? Immerhin einmal getroffen. Ja, 82. 82 stimmt. Die Haut des Draw beginnt langsam aber sicher in hellen Flammen sich aufzulösen und verschwindet zu Asche. Der verbliebene Zombie kippt nach vorne um und zersplittert in seine Einzelteile. Und vom Vampir bleibt einzig ein Ring in einem Häufchen Asche und ein rot glühendes Schwert übrig. Und Lino auf dem Rücken, na sicher, genau. Der hat die ganze Zeit nichts mitbekommen. Der versucht, ja, was ist bei euch los? Dreh dich mal um. Und ja, ihr seid. In dem großen Speisesaal alleine. Das grüne Licht aus dem Kamin ist immer noch sichtbar, allerdings wisst ihr, dahinter hat sich jetzt die Tür des Mechanismus aufgezogen und ja, was tut ihr genau?
Ich muss jetzt, glaube ich, nicht nach Loot fragen, denn ihr werdet wahrscheinlich das Schwert einfach mitnehmen wollen. Moment, ich muss erstmal wieder in meine andere Sicht, damit ich hier auch die Abstimmung. So, Vampir ist weg. Neue Abstimmung. Also ich habe schon gelesen, ein paar wollen irgendwas untersuchen. Genau, also ein Schwert habt ihr und einen Ring habt ihr gefunden. Arcana-Analyse, da niemand von euch Identity, also niemand von den beiden Identify hat und eure Magierin, die Identify hat, nicht bei euch ist, fällt die flach, die Arcana-Analyse. Also, was haben wir denn? Flügel, Kamin. Statuen habt ihr alle angeschaut. Also ihr habt den Raum ja eigentlich schon durchsucht, soweit es geht. Bei unten beim Couchtisch wart ihr. Ist der Teppich was wert? So. Umfrage beginnt. Alle teilnehmen. Also selbstverständlich könnt ihr noch einmal den Kamin anschauen. Den habt ihr, glaube ich, auch noch nicht angeschaut. Die Sitzecke hier unten habt ihr euch angeschaut. Hier war der Mechanismus drin. Die Statuen habt ihr euch alle angeschaut. Und im Kamin ging, wie gesagt, die Tür auf. So, ein Purpurring vom Vampir. Und ein rotes Schwert, ebenfalls vom Vampir. Lady Dimitrescu. Die Möbel sind nicht antik. Nein, die Möbel, würde ich sagen, so, keiner von euch ist sehr musikalisch, aber ihr schaut euch den Kamin, den Flügel noch einmal an und der ist in ganz gutem Zustand. Die Möbel sind nicht antik, sie sind einfach nur in einem sehr anderen Stil mit Totenschädeln am Tisch und sowas. Ja, der Flügel selbst hat hier ein paar Notenblätter, ein paar Schriftstücke, ist aufgeklappt. Darin und darauf befinden sich ziemlich viel Staub. Wurde auch lange nicht gespielt. Allerdings findet sich auch auf dem Flügel selbst das Zeichen, wahrscheinlich von den Herstellern des Flügels, welches ähnlich dem Wappen ist, das ihr unten an der Rüstung gesehen habt. Ein Flügel aus Dukhavok. Und ihr dürft mal auf Investigation würfeln. Slenderax, dein Join habe ich gefunden. Slen! Ah, da ist er noch. Sehr schön. Würfel doch bitte mal auf Investigation für Fiona. Nach Forschung plus 5. Ach ja, sie ist ja Kopfgeldjägerin. Einmal plus 5, bitte. Und nein, ihr könnt den Flügel nicht mitnehmen. Hackelschorch. Fiona hat keine Ahnung von Musikinstrumenten. Setzt sich nicht mal dran. Sie haut hier unten auf die unteren Tasten. Bom, 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 bom. Dann geht sie einmal um das Instrument herum. Frost muss sich ein bisschen an dem Instrument abstützen und hält sich die Wunde. Wollen wir dann
Weiter oder wollt ihr noch etwas modifizieren? Ich habe das Gefühl, dass... Und sie klappt hin, die Klappe hoch und stellt diesen Holzstab als Ständer hoch. Nun also, ich verstehe davon überhaupt nichts, aber wenn ihr etwas Unterhaltung... Nein, 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 ich dachte nur, vielleicht haben wir noch was übersehen. Ihr habt zwei magische Schwerter, das ist doch schon mal etwas. Und vielleicht hättet ihr auch einen Heiltrank? Ich lese gerade Slin Frostheilen. Mag noch jemand? Also ihr habt einen Heiltrank und ihr habt Cure Wounds. Frostheilen zweimal. Zwei Leute für Frostheilen. Okay, pack die. Ja, Frostheilen. Heiltrank oder Cure Wounds? Heilen, heilen, heilen. Okay. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ja, ja. Okay, okay. Wird geheilt, wird geheilt. Alles gut, alles gut. Trank, Cure, Cure. Cure, Trank, Cure, Trank, Cure. Das erste Cure war dreimal. Das heißt, das machen wir auch direkt. Und 3W6 gibt das wieder zurück. 3W6 gibt das wieder zurück. Und wir hatten als erstes Cure reingehauen. Linu! Nee, Creo! Nee, Simpi. Simpi hat Cure reingehauen. Simpi, okay. Dann würde ich sagen, Simpi 1W6, Creo 1W6 und Lino 1W6. Das sind die ersten drei, die Cure reingehauen haben. Und Tornado hat direkt wieder seine viel zu vielen Punkte ausgegeben, um hier sich durchzucheaten. Also, er ist weg, der Heal, und da ist er wieder. Hey! So, 6, bam! Alles klar, da haben wir schon 1W6. Habe ich doch gerade eingegeben. So, Creo hat nicht geklappt. Nochmal, achso, weil Lino gleichzeitig war. Creo nochmal. Lino ein. 4. Und Creo gerade nochmal. Ja, einmal 6, einmal 1. Das sind hier sehr, sehr gleich verteilt. Hallo, Gerrik. Und nochmal, ey, guckt mal, also fast wieder voll. Geht gut. Ja. Und wie auch immer die Götter euch huld sind. Fiona versucht mit Medizin und mit den Dingen, die sie dabei haben, die Wunde von letzter Frost zu verbinden. Und damit sieht sie wieder ganz fit aus und beide sind sozusagen die Extreme heute, aber wirklich, oder? Beide können ja wieder einmal durchschnaufen, kurz ein bisschen in die Rationen geben und ein Blick nach Süden verrät. Es kommt niemand nach. Ihr wisst immer noch nicht, wo die beiden Expeditionsmitglieder Arisius der Greif und wie hieß sie? Linda Asimar verblieben sind. Das heißt, nachdem sich noch einmal im Raum umgeschaut wurde, gibt es nur den Weg, den der Vampir reingekommen ist. Das heißt, ihr folgt dem Weg durch den Kamin. Und ihr folgt einem langen Gang. Das grüne Licht scheint aus dem Kamin heraus und dieser Gang wäre komplett dunkel, Steinen gemauert, wenn nicht in den Fugen der Steine ab und zu dieses grüne Licht hindurch schimmern würde. Je tiefer ihr dem Gang folgt, desto weniger wird dieses Licht. Der Gang ist
trotzdem gut 2 Meter hoch, komplett gemauert, links und rechts ab und zu mal ein Gitter im Boden und unter euch ein Rauschen eines unterirdischen Flusses. Frost immer noch mit Bogen und aufgelegtem Pfeil unterwegs, Fiona mit beiden Schwertern, das neue Schwert, das rote, erstmal auf den Rücken gelegt. Und folgt ihr diesem Gang bis zu einer Kreuzung. Die dunklen Steine mit dem leicht grünlichen Schimmer folgen weiterhin der rechten Seite. Und auf der linken Seite kommt euch der Geruch von Erde entgegen und die Steine, das Dunkelgrau, scheint heller zu sein. Dementsprechend, wir befinden uns bei einer Wegkreuzung. Links dunkle Steine oder rechts Erdgeruch. So einfach ist das manchmal. Es geht einfach nur links oder rechts. Nein, ihr braucht kein extra Licht, Simpy. Tatsächlich reicht dieses grüne Schimmern. Und danke, Gaia. Mach ich. Also, wir schauen, wo sich der Chat diesmal hinbewegen möchte. In der Gruppenentscheidung. Und ja, Glas auffüllen. Ah, hab sogar noch was. Hab sogar noch was. Stimmt, als Elfe habt ihr auf jeden Fall Dark Vision und als Tabaxi auch. Das stimmt. Das kommt noch dazu. So, links und rechts, wo sind wir? Dem Erdgeruch nach. Ganz knapp, 15 zu 16. Ihr folgt den langsam heller werdenden Steinen und dem erdigen Geruch. Und es fühlt sich an, als ob dieser Teil des Schlosses schon mal architektonisch überhaupt nicht möglich, sich jetzt auch noch wieder in eine andere Umgebung verändert, wo ihr eben noch in einem gotisch anmaßenden, dunklen Dück-Havok-Bau einen Vampir bekämpft habt, tritt Fiona bald auf Sand, das zwischen den heller werdenden Steinen rieselt und den Gang öffnet zu einem raus und noch weiter raus. Gott, ich kann es euch nicht mal ganz zeigen, es gibt's doch nicht. Den Gang öffnet zu, da sind sie ja, zu einem größeren, fast schon Innenhof, allerdings mit einer gewölbten Decke. Und die Steine werden ocker, fast gülden, auch wenn hier keine fremde Lichtquelle ist, außer einer kleinen Feuerschale im Süden. Und ihr tretet vorsichtig in diesen ja fast schon wüstenähnlich anmutenden Tempel mit tatsächlich Sandflecken auf dem Boden und in der Mitte einen plätschernden Springbrunnen im Zentrum dieses Tempels, zu dem drei kleine Treppenstufen hochführen, in dem dunkles Wasser sich spiegelt. Im Süden seht ihr die besagte Feuerschale, die tatsächlich etwas Licht spendet und einen großen, schweren Sarkophagus. Und im Norden
seht ihr eine aufgebrochene Wand mit mehreren Erdfragmenten und Steinfragmenten und euch gegenüber eine Art Brunnen, aus dem zischend Luft nach oben geblasen wird und den Sand aufwirbelt und ein ständiger Strom, der sozusagen rauskommt. Aus, da oben ist übrigens auch noch ein Sarkophagus, was ich gerade gesehen habe. Das ist momentan erstmal der Raum. Genau. Also hier unten eine Feuerschale. Dann euch gegenüber dieses wirbelnde Nether. Und ein Brunnen im Zentrum. So. Ja, vor euch kommt ihr ins Zentrum des Raumes und ich frage mal nach neuen Abstimmung. Wo wollt ihr euch umsehen? Brunnen. Sarkophage ist erstmal oben oder unten, egal. Wo wollt ihr euch umsehen? Die Sarkophage. Ach, das Erdding habe ich vergessen. Die bröcklige Wand. Stopp. Moment, ganz kurz. Okay, nochmal. Muss ja alles stimmen. Brunnen. Ich habe es schon gesehen, aber. Fuck. Zerbrochene Wand. Feuerschale oder Luftzug. Jetzt stimmt's. Entschuldigt. Ich habe die Wand vergessen. Ich dachte, fünf Dinge. Ja. Jetzt. Nicht schon wieder Mumien. Das muss ja nicht gleichzeitig Mumien heißen. Genau, Nachtsicht beide. Wie gesagt, künstliches Licht kommt nur von hier unten, aber die Feuerschale ist nicht sehr. Also es glimmt und es zuckt ab und zu mal, aber es ist nicht wirklich ein großes Feuer. Und ihr müsst euch gerade auf eure Nachtsicht verhalten. Ja. So, wo schauen wir uns um? Ah, die zerbrochene Wand, knapp vor Brunnen. Dann Sarkophag, dann Feuerschein, Luftzug. Alles klar. Letzter Frost spurtet auf die Wand zu. Fiona trottet hinterher. Und letzter Frost darf gerne dann einmal einen Investigationswurf machen. Wieder Nachforschung. Plus 1. Ah, okay. Oder Wahrnehmung plus 5. Dann mach doch mal Wahrnehmung. Wahrnehmung ist doch auch was Feines. Plus 5. Plus 5 auf Wahrnehmung. Und zwar. Okay, ich kann nicht mehr bis zum Join hochhüpfen. Puck, ich lese dich gerade. Puck, würfel doch bitte ein W20 plus 5. Was, Twitch hat sich beendet? Was? Achso, bei dir, Tammy. Letzter Frost stochert so ein bisschen mit ihrem Bogen durch die Geröllteile und alles gut, ja, Tamir, gut. Und erblickt einen
grünen, runden Kristall, nicht unendlich dem, den ihr schon mal in einer Gruft entdeckt habt. Letzter Frost nicht. Ja. Einen grünlichen Kristall, der in dieser Wand steckt. Die Wand ist nicht aufgebrochen, sondern einfach nur nicht so gearbeitet wie die anderen Wände. Aber trotzdem noch massiv zu, also man kommt nicht da durch diese Wand tiefer in was auch immer dahinter steckt. Sondern es ist einfach nur, als ob aus der Wand heraus Gesteins- und Erdteile gebrochen sind. Und mit einer 12 insgesamt entdeckt sie diesen festgesteckten grünen Stein, der nicht von sich aus leuchtet. So. Fiona indes geht die Treppenstufen und schaut auf den Brunnen runter. Das war nämlich der zweite, wenn ich mich richtig erinnere. Das war der zweite Sieger bei unserer Abstimmung. Ja, Brunnen. Wunderbar. Dann die 2. Und für den Fiona-Blick haben wir, glaube ich, auch plus 5. Da können wir jetzt Nachforschung machen. Ja, plus 5. Und wer hat gefragt? Der Manu fragt nach der Rolt. Manu, 1W20 plus 5, bitte. Ausrufezeichen Roll und Leerzeichen 1W20. Plus 5 können wir auch so drauf rechnen. Genau. Oder einfach oben gucken, wie es Puck gemacht hat. Wunderbar. 15. Fantastisch. Schaut Fiona über den Rand des Brunnens hinweg und sieht auf dem Schlangenkopf, aus dem der Wasserstrahl herausplätschert, einen blauen Stein. Etwas kleiner, also deutlich kleiner, ebenfalls rund und, dreckige 20, sehr schön. Einen blauen Stein mit einer 20 sogar darüber hinaus, dass sich in dem Stein anscheinend etwas bewegt. Und zwar feine Schlieren, die in dem Stein zirkulieren. Schlieren, die zirkulieren. Ja, das sind die Dinge, die ihr erkennen könnt. Und letzter Frost gibt es auch rüber. Hier ist ein hübscher glänzender Kristall. Ja, hier auch. Dankeschön, ein Reroll für mich, das ist lieb, dankeschön. Bringt mir nichts, wenn ihr dauernd crittet und trotzdem freue ich mich über einen weiteren Reroll, dankeschön. Pack. Was tun wir? Nicht anfassen. Gerade als die Tatzenkrallen sich langsam diesem grünen Stein nähern, aber er glänzt so schön. Wir schauen uns erstmal weiter um. Als nächstes wolltet ihr einen Sarkophag anschauen. Dann die Feuerschalter in den Luftzug. Alles klar. Fiona springt runter und geht in Richtung Sarkophag. Ein gewaltiger, großer, torhoher Sarkophag, der in die Wand eingelassen ist. Und während Fiona erstmal nur mit den Augen schaut, Gunjack, herzlich willkommen, schöner Join. Darfst du mal für unsere Katzenfrau einen Weisheitsrettungswurf würfeln? Plus 2. Einen Weisheitsrettungswurf. 1W20 plus 2. Der Sarkophag stellt nur ein Gesicht dar. Sieht Augen und Nase mit einer großen, geschmückten Krone. Also das Gesicht füllt die komplette Wand aus. Und danke, Gunjack. 16 ist ein verdammt
guter Wurf. Lester Frost beherrscht sich und macht nicht Touchy-Touchy. Auch wenn dieses grüne große Ding sehr schön glänzt, hält sie ihre Krallen bei sich. Mach's gut, Nolom. Während Fiona hinunter zu dem anderen Sarkophag. Wow! Unglaublich unangenehm wächst. So, zu dem anderen Sarkophag trottelt. Und das exakte Abbild sieht. 1:1 genau dasselbe Kunstgestück. Ich würde sagen, das sind Türen, meint die Elfe. Nur ohne Griff und Schloss. Aber wenn wir nicht zurück wollen, dann geht es hier weiter. Entweder bei dir oben oder bei mir unten. Und dann tritt sie an die Feuerschale. Und weil es eben ein 20er-Wurf war, hat Fiona, auch wenn sie nur noch ein Auge hat, ein ziemlich geschultes dafür. Und nein, Simpi, ich schreibe keinen Segen, nicht hinter Segen eine 2. Nope. Das haben wir noch nie gemacht. Das fangen wir jetzt auch nicht an. Am Ende haben wir hier Wunden halt in 5 oder sowas. Genau, ihr könnt keinen Segen und keine Inspiration stecken und kein Heilen. Das ist sowieso schon mächtig genug. Nee, wenn es wieder da ist, dann nicht draufdrücken. Und Fiona mit ihrem eigenen Auge erkennt in der Feuerschale, in der Asche des leicht mittlerweile schon erloschenen Feuers, einen orange-roten Stein. Wunden heilen 9000. Ein orange-roten Stein. Und, naja, Simpi, bist du das erste Mal bei Chadventure? Dann tut's mir leid. Wenn nicht, tut's mir tatsächlich nicht leid, weil das haben wir schon immer so gehandhabt. Und es gibt sogar einen Befehl, glaube ich, dafür. Das erste Mal aktiv. Ach, Simpi, dann tut's mir leid. Wie gesagt, sorry. Nein, nur +1, Gunjack. Immer das, was dabei steht. Beim Modifikator steht +1 auf den nächsten Wurf. Deshalb habe ich vorhin ja auch ein +1 bekommen. Nein, auf dem Sarkophag keine Farben. Das ist Stein und oben Gold. Und hier in der Feuerschale ist auch einer dieser Steine. Und damit treffen sich Fiona und Frost wieder im Zentrum. Oh, bei Frost kann ja dann auch nochmal euren letzten Links gehen. Und als sie sich diesem Schacht, ein kleiner Brunnen eingelassen, in den Boden nähert, aus dem dieser Luftstrom hervorwirbelt, merkt sie, sie kann sich gar nicht so sehr nähern. Tailisuru. Versucht so gut es geht trotzdem reinzublicken, aber es ist kein Stein offensichtlich zu sehen. Und ich habe es schon im Chat gelesen, deshalb lasse ich das Fiona auch zusammenschließen. Eine fast erloschene Feuerschale, ein Bassin mit Wasser, ein Loch, aus dem Luft hervorschießt und zerborstene Erde. Das heißt, 4 Elemente. Aber ich weiß noch nicht, wie wir dieses Rätsel zusammenfügen müssen. In dem Stein hier am Brunnen habe ich etwas entdeckt. Ja, und ihr seht Frost auf die Stufen nach oben und sich überbeugen und Richtung Wasser tatzen. Da bewegt sich was drin. Also der Stein selbst hat eine Bewegung. Und mehr kann ich nicht rausschließen. Hast du oben was beim Grün gesehen? Er leuchtet grün. Danke dafür. Was sollen wir tun? Das
überlasse ich nochmal dem Chat. Was machen wir mit den bisherigen Erkenntnissen über Elemente und Steine? Wie gehen wir vor? So. Was habt ihr denn für Ideen? Was kann ich denn reinschreiben in die Dings? Also, ich habe jetzt schon Touchy Touchy, also die letzte Frostmethode. Hallo, Angelas Model, grüß dich. Sarkophage-Untersuchung können wir machen. Blauen Stein nicht antatschen. Wasser trinken. Aha, okay. Nehme ich mal mit auf. Also nicht Wasser trinken, aber Elemente berühren. Ja, Wasser trinken, Stein ausprobieren, in den Luftstrom greifen, Feuer gucken, ob es heiß ist. Ja, sowas. Steine ins Feuer. Da ist ja schon ein Pfeil, dann sage ich mal Steine tauschen. Steine tauschen. Und Frost fragen, ob sie Karten spielen will. Okay. Symbole und Schriften suchen. Also machen wir nochmal genaue Nachforschung, war vorhin auch bei den Sarkophagen nochmal gewünscht. Dann machen wir das. So, dann dürft ihr nochmal abstimmen. Wenn Fiona sich auf den Rand des Brunnens setzt und tatsächlich aus der eigenen Wasserflasche einen Schluck nimmt. Feuer mit Wasser löschen, Brunnen mit Stein abdecken. Das heißt, Feuer besiegt Wasser und Erde besiegt Luft. Habe ich gerade, Nago. Danke. Voraus einer Gehorsam mittlerweile schon. Danke dir. So, wie gehen wir vor in diesem seltsamen Geröll? Ein kleiner Tempel der vier Elemente. Kein Avatar weit und breit. Genauere Nachforschung. Touchy Touchy, zweiter Platz mit Steine austauschen. Ein paar Katzen sind unter euch. Das ist gut. Das ist gut. Gib mir jetzt dazu nachdenken. Letzter Frosttipp wieder runter, setzt sich auf die andere Seite und schaut ins Wasser, während der Schweif der Tabaxi langsam hin und her zuckt. Die Särge sahen exakt identisch aus. Das sind exakt zweimal dieselben Sarkophagi. So, dann würde ich sagen, für Fiona, der letzte Wurf der Runde heute, ist ein Intelligenzwurf vonstatten. Ein Intelligenzwurf plus 2. Das heißt, danke Dirty Little Dice für deinen Prime. Dirty, würdest du mir dann doch einfach mal die Ehre erweisen und den letzten Wurf des Chatventures heute werfen? 1d20 plus 2. Montag hätte ich Steine gegessen. Ja, das glaube ich aber auch. Feuerschale, Wasser aus dem Brunnen trinken, Erde in Duftstrom. Hallo, Fräulein Ananas. Hallo und herzlich willkommen. Dirty, bitte. Ausrufezeichen Roll 1d20. Das wäre toll. Dirty, hast du einfach nur... Dirty? Da ist er. Dirty. 4. Ich freue mich über deinen Prime. Segen! Segen! Inspi! Rettung! Oh. Inspi! Eine 6. Inspi, 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 Inspi! Dirty, du darfst nochmal. Ich glaube, die wollen irgendwie was mit Inspiration.
Panik, Inspi Panik sofort. Dirty, du darfst nochmal. Die Bande will, dass du Inspi bekommst. Und das sollst du natürlich bekommen. Oh. Also, ja, das hat sich gelohnt. 21, Nago hat schon die ganze Zeit den Modifikator, kommt die 1000 hau ich noch rein. Und die Inspi ist gleich wieder da. Okay. Fürs nächste Adventure, Inflation, sage ich euch jetzt schon an. Ja? Ist ja lächerlich. Danke, Salem, für neue Inspi und ja, das ist eine 20. Das ist doch mal eine gute Sache. Wir haben zwei Sarkophage mit Gesichtern. Fiona, mit eurer genauen Nachforschung geht nochmal hin. Es wurde gefragt, ob es irgendwelche Einlassungen gibt. Es gibt Augen. Es gibt Augen. Es gibt die Steine, die sind unterschiedlich groß. Beziehungsweise Feuerstein und Wasserstein sehen sehr gleich groß aus. Erdstein ziemlich groß und Luft habt ihr nicht gefunden. Frost, wir setzen die Augen ein. Oh, Frost springt auf. Welche Augen? Na, die Steine. Ich weiß noch nicht, wo in welche, aber ich würde sagen, die kleinen unten rein, den großen hier oben. Und dann müssen wir schauen, wie wir das Auge des Brunnens bekommen. Oh, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Und Frost schnappt sich den grünen Stein und knibbelt ihn raus aus der Erde und hält den Triumphfall hoch als die Erde um den Tempel herum beginnt zu beben. Und Frost tritt mit Stein zurück. Als sich aus dem geborstenen Resten dieser Wand eine Kreatur hervorschält. Selbst aus Erde bestehend und ein Elementar mit vier Armen, einem spitz zulaufenden Kopf. Und hinabschaut auf die kleinen sterblichen Wesen. Gleichzeitig schwirbelt aus dem Brunnen ein Wasserelementar und aus dem Schlot, aus dem Schacht ein Elementar der Luft. Einzig die Feuerschale scheint unbewohnt. Oder seit längerer Zeit verlassen. Und mit diesen drei elementaren Wesen beenden wir das heutige Chadventure.